Hallo und willkommen zum neuen Video. Ich nehme euch heute mit beim Schultütepacken. Die Olivia, die wird übermorgen eingeschult und die Rosalind kommt ja morgen auf die weiterführende Schule, ist also auch eine kleine Einschulung. Ursprünglich habe ich gedacht, das zelebriert man so überhaupt nicht, aber es scheint wohl doch auch so üblich zu sein. Ich hatte von vornherein zwar vor, der Rosalind auch so eine Mini-Schultüte zu holen, aber es scheint wohl auch geläufig zu sein, dass man dann eine bekommt. Ich starte erstmal mit der Schultüte von der Olivia. Ich habe sehr viel eingekauft. Die Rosalind hat ja auch bald Geburtstag, also was jetzt da überbleibt, zu viel ist, packe ich erstmal weg. Ich habe auch für die Rosalind nur so eine Mini-Schultüte hier bekommen. Weil entweder sind die alle zu kindisch oder zu groß. Die finde ich schon sehr klein, aber ja, ich habe jetzt heute noch so Tüten hier geholt. Jeder bekommt da noch so eine Tüte, weil die Olivia jetzt auch eine Sache hat, die auf jeden Fall nicht in die Schultüte passt. Ich starte, wie gesagt, erstmal mit der Schultüte von der Olivia, dann sind wir schon mal ganz gut dabei. Die Olivia hatte ja, ich erinnere noch mal kurz, diesen schönen Tunister sich ausgesucht. Den hatte ich ja schon gezeigt. Ja, von GMT. Das sind die leichtesten Tunister, deswegen hatten wir den gewählt, weil die Olivia ja auch sehr schmal ist und klein. Der ist auch schon fertig gepackt. Die hat mit der Rosalind schon fleißig ihre Sachen eingepackt. Zwei, drei Sachen musste ich heute zwar noch besorgen, die hat man noch vergessen, aber ja, egal. Ich habe eine Stoffschultüte für die Olivia anfertigen lassen, die zum Schultunister passt. Finde ich sehr schön, ist super gelungen. Der Stoff hier oben hat so Herzchen, wie auch der Stoff vom Tunister, der hat ja auch Herzchen. Also ich zeige mal so von der Seite, kann man es besser sehen. Ich fand das so sehr passend. Die Rosalind hat damals ja auch eine aus Stoff bekommen und hat die als Kissen im Bett liegen. Ich habe da hier so ein Inlet auch dazu gekauft. Das kommt dann da rein, wenn die nicht mehr voll ist. Und dann kann man die oben auch so wie jetzt zuknoten und kann die als Kissen benutzen und hat die halt für immer. Ich hatte die Olivia gefragt, ob sie lieber mit mir eine basteln möchte oder ja, und sie wollte lieber so eine haben. Ich habe jetzt auch schon gehört, da gibt es auch Eltern, die haben dann beides gemacht. Das war mir jetzt aber dann zu viel. So, ich mache mal einmal hier die Schleife ab. Mit den Bändern. Hier ist auch noch so ein Stern, der kommt da noch dran. Hier ist so ein Papproling drin, also dass sie auch ein bisschen was aushält. Ich habe jetzt gerade erstmal noch auf dem letzten Drücker hier diese UFOs besorgt. Die sind ja immer super, von unten reinzufüllen in die Spitze, weil da sonst eigentlich nichts reinpasst. Und die mögen die auch beide super gerne. Die können sie sich dann auch teilen, denke ich. Die sind ja nicht so. So, und dann haben wir schon mal das erste drin. Das zweite wäre die Brotdose. Die Rosalind hat genauso eine Brotdose mit so einem Schmetterling-Aufdruck hier in rosa. Und diese gab es jetzt bei Rossmann. Super günstig, musste ich zuschlagen. Ich vermute mal, dass die beiden die Brotdosen tauschen werden, weil die Olivia bestimmt lieber die Rosalind mit dem Schmetterling haben will und die Rosalind diese hier schöner findet und die Olivia die von der Rosalind. Aber das können sie dann noch gucken. Bei der Brotdose bin ich jetzt noch nicht so sicher. Ich glaube, dass ich die auch sogar schon in die Tüte reinpacke, weil sonst ist die Schultüte nämlich voll. Die Rosalind hatte damals eine größere Größe, die war uns aber viel zu groß, deswegen habe ich eine kleinere genommen. Da passt jetzt aber halt dementsprechend auch nicht viel rein. Ich habe einmal Air-Up, ja wie heißen die denn? Pots in Mango Passionsfrucht und in Eistee Peach. Ich weiß nicht, wer was haben möchte, die bekommen nämlich von meinen Eltern jeder eine neue Air-Up. Also die Olivia hat ja noch gar keine, aber wollte unbedingt eine. Ich glaube, ich packe Mango-Passionsfrucht bei der Olivia rein. Ich bin mir nicht sicher. Die können ja die austauschen, teilen, whatever. Genau, dann habe ich für jeden hier so ein Klo, so ein Lolli-Pulverklo. Packe ich schon mal rein. Für die Olivia habe ich hier die beiden Legami-Stifte. Die Rosalind hat die schon lange. Dann habe ich nicht von Legami, sondern von Temu. Hier so Radiergummi, sehen aber aus wie von Legami. Das Rosane packe ich jetzt bei der Olivia rein. Das andere bekommt die Rosalind. Dann habe ich hier so einen Hello Kitty Kugelschreiber für die Olivia besorgt. Dann habe ich heute hier noch so ein Ich bin jetzt ein Schulkind Heft. Das packe ich mal eben eingerollt so ein bisschen da so rein. Im Primark habe ich hier noch so ein Mini-Heft mit so einem wie heißen die denn nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf, keine Ahnung. Liebt die Olivia, die wollte auch schon eins als Haustier haben, war ich aber nicht so begeistert von, deswegen gibt es das nicht. Genau, dann habe ich hier so eine Rolle Smiley-Aufkleber, die kommen auch bei der Olivia rein. Für jeden zwei Packungen Buba Buba, die kommt auch da rein. Dann habe ich hier noch Tattoos, 100 plus Kindertattoos.
Die habe ich auch für die Olivia besorgt. Olivia liebt Tattoos. Für jeden hier so eine Jellybean-Dose. Nehmen die nämlich auch total gerne. Dann habe ich heute bei Teddy noch schnell so Anspitzer besorgt. Die fand ich mega süß. Das sind diese Marker. Habe ich auch für beide besorgt. Weil bei solchen Sachen bin ich mir immer nicht sicher. Dann ist der eine sauer, wenn der andere was hat und der andere nämlich nichts hat. Dann habe ich für beide noch hier so ein Lineal mit so einer Katzenpfote oben dran. Kommt auch jeder eins. Diese Haribo Roulette hier für jeden ein. So witzige Post-its. Da waren 4 Stück in der Packung, da packe ich für jeden 2 rein. Für die Olivia habe ich hier noch diese lustigen Bleistifte. Fand ich auch ganz cool. Muss nur gucken, dass ich nichts vergesse. Ich habe für beide hier so ein Armband. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das mache. Ich glaube, ich schneide es einfach ab. Ich habe noch diese coolen Stifte hier. Die habe ich doppelt. Dann habe ich noch hier so eine Tüte Mambas geholt. Die teile ich jetzt noch. Für jeden hier eine Handvoll. Dann für jeden hier so eine Kinderschokolade. Du schaffst das. Dann so ein Topmodel. Ich glaube, das ist so ein Knet-Radiergummi. Eins in pink, eins in lila. Für jeden eins. Das habe ich heute noch besorgt. Das kommt jetzt so oben drauf so ein bisschen. Man packt ja eigentlich immer so ein Kuscheltier oben drauf. Ich habe jetzt aber kein großes besorgt, weil die Olivia einfach 3 Millionen Kuscheltiere hat. Jetzt mache ich die zu. Hat alles super reingepasst, ist nicht überfüllt. Ja, nur die Brotdose halt nicht. Soll ich die jetzt noch oben... Ich könnte sie jetzt eigentlich auch noch hier reinstecken, glaube ich. Guck mal eben. Und dann könnte ich die so zu... Ne, das sieht doof aus. So, jetzt ist sie nicht, auch nicht ganz so schwer. Die muss ja auch irgendwie noch getragen werden. Jetzt kann man hier die Bänder, da mache ich glaube ich noch eine Schleife rein. Und das muss auch noch hier drin gebunden werden. Richtig schön. Bin ich total begeistert, passt super zum Dienstag. Wird sie sich total freuen. So, damit wir jetzt erstmal mit der Olivia weitermachen. Jetzt habe ich aber gerade gemerkt, das Geschenk, was wir haben, was für die Olivia zu groß ist, passt auch gar nicht in die Tüte. Ich habe dann nämlich hier den Playmobil VW-Bus besorgt. Die liebt ja die Playmobil-Fahrzeuge, sammelt die. Werde ich einpacken. Genau wie die Brotbox packe ich auch ein. Und dann bekommt sie die beiden Teile so extra. Ja, bei der Rosalind ist es jetzt schwieriger, weil die hatte, wie gesagt, ja nur die kleine Tüte. Möglichst viel Klimbim-Kleinzeug wollte ich da so reinpacken. In die Tüte packe ich, glaube ich, die bekommt hier einmal von uns so ein Legami-Mäppchen. Das hat sie sich gewünscht, schon sehr lange. Und dann bekommt die einen Lani-Füller. Da gibt es gerade so eine Sonderedition in rosa und mit ein bisschen rot. Also hier in der Mitte ist auch rot, wenn man das abmacht. Dann hatte ich aber schon vorher dieses Mäppchen noch gekauft, weil ich das so schön fand. Egal, die benutzt sowieso mehrere. Dann, wie gesagt, einmal die Jellybeans auch, die Schokolade. Dann habe ich hier noch Tinte für den Füller. 2 von diesen lustigen Post-its. Auch einen lustigen Anspitzer. Mamba-Bonbons. 2-mal Huba-Buba, 1-mal Roulette. Dann ein Hausaufgabenheft. Die Marker, das 2. A-Männchen, diesen Knetradierer, das Lineal hier, die Toilette, die Teile für die Air-Up, dieses Radiergummi. Dann wünscht sie sich schon lange so einen Tippex-Roller. Dann habe ich hier noch so einen Bubblegum-Lipgloss, den sie unbedingt haben wollte, hatte ich immer heimlich besorgt. Dann habe ich hier so Abschminkpads geholt von Stitch bei Primark und diese Alice im Wunderland Haarschmank, die fand ich irgendwie mega schön. Die Stifte, die Olivia auch hat. Und die hatte ich auch noch in Blau und in Rosa. So eine Stitch-Badebombe. Also ich glaube, das ist ja dieses Angel. Ist ja nicht Stitch. Ja, das war's. Das wird alles niemals hier reinpassen. Ja, und so ein Taschenrechner, den bekommt sie in die Tüte. Achso, den habe ich auch vergessen. So Heftklammern. Mit so Herzchen, die fand ich mega süß. Ich habe gedacht, vielleicht kann sie die in der Schule gebrauchen. Das wird alles niemals hier reinpassen. Jetzt muss ich gucken, was ich in die Tüte packe. Der Füller soll auf jeden Fall hier rein. Das ist ja so das Hauptgeschenk eigentlich. Ich auch da rein, das auch. So. Fertig gepackt. Die bekommt sie bei der Einschulung in der Schule. Und die Tüte, die gebe ich ihr einfach dann hin oder geben wir ihr einfach dann hinterher. Auf dem Weg nach Hause im Auto, da packe ich dann jetzt den Rest rein, packe ich aber alles ein.
Genau, dann ist die Tüte auch schön voll. Das war unser Schultüteninhalt. Ich bin gespannt, ob die sich freuen. Andere bekommen ja ihre Mäppchen und neuen Stifte alle immer in den Ferien so für die nächste Klasse. Ich habe gedacht, ich packe die direkt in die Schultüten rein, dann auch diese Lineale und so. Gerade auf der weiterführenden Schule kann die Rosalind ja auch teilweise benutzen, was sie möchte. In der Grundschule ist das ja immer noch alles ein bisschen vorgeschrieben. Fand ich ganz cool. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für den einen oder anderen vielleicht irgendwie ein Input da, weil man noch Ideen braucht oder so, noch irgendwie was sucht. Also ich habe diese ganzen bunten Stifte, diese Lineale und so, alle bei Temu bestellt. Die waren alle super günstig. Dann war ich bei Primark, da habe ich ja auch hier so süße Sachen gefunden oder auch dieses Büchlein von der Olivia, dieses kleine, die hatten da auch noch viel mehr. Dieses schöne Mäppchen hier habe ich bei Hema gefunden, die hatten auch schöne Sachen, aber die sind relativ teuer, finde ich. Da hatte ich zum Beispiel auch diese Textmarker noch, aber die sind jetzt irgendwie über, weil die Rosalind wollte gerne bunte, also auch mit Gelb, und da habe ich ja diese hier übrigens bei Aldi gefunden. Bei Teddy habe ich auch ein bisschen was gefunden. Ja, so habe ich mir da und hier und da was zusammengekrapscht. Schon seit 3-4 Wochen gucke ich überall. Genau, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch ein Schulkind dieses Jahr habt oder auf die weiterführende Schule wechselt und was ihr so in die Schultüte macht, würde mich auch sehr interessieren. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!